Hallo ihr PC-Enthusiasten und willkommen zurück zum PC Building Simulator. Ich sehe hier schon ein paar Lieferungen. Was haben wir denn hier? Einmal der PC, der auf 4 GB RAM aufgerüstet werden soll und ein anderer, bei dem die Wärmeleitpaste fehlt. Naja. Nichts Gravierendes, was haben wir hier? Ein Hauptspeicher. Der ist wohl noch für den alten PC, also hatte ich den doch bestellt und ja, dann vergessen. Na gut. Also ignoriert einfach den RAM, der ist uninteressant. Wir nehmen direkt den ersten PC, stellen uns den direkt auf den Tisch. So. Und ich würde sagen, wir machen den erstmal auf. In dem Fall 4 Schräubchen wieder. So, was haben wir denn hier? Aha. Hier drin ist ein 2 GB Riegel von Mortoni Value Supreme eingebaut. Oh ja, gut. Habe ich denn noch einen übrig? Ich habe sogar noch 2 Stück. Perfekt. Das ist doch perfekt. So. Genau wie ich beim letzten Mal sagte, aus Optimierungszwecken, wegen des Dual-Channel-Modus, gehen wir auf den dritten Slot, weil A1, B1, A2, B2. Daher nehmen wir diesen hier und klatschen ihn dort hinein. In der Realität nicht vergessen, noch einmal an den Seiten nachdrücken, dass der RAM-Speicher auch wirklich fest ist. Ihr könnt dann auch nochmal leicht dran ziehen, um zu gucken, ob sich irgendwas tut, aber der wird bombenfest sitzen. Gut, den haben wir schon eingebaut. Ja, und mehr haben wir dann jetzt hier eigentlich gar nicht zu tun. Jetzt machen wir nur noch die Installationsgeschichten. Sprich also einmal 3D Mark ausführen. Unseren Stick nicht vergessen. Zack, das war's auch schon. Dann drehen wir die Kiste. Lüfter laufen, alles gut, alles wunderbar. Wir installieren kurz 3D Mark, starten neu. Wir schauen noch einmal kurz ins BIOS, ob tatsächlich alles erkannt wurde. Da ist ein Intel Core i3, also ein 4-Kern-Prozessor drin. Hier ist wieder eine Fliege, die mich nervt. In jedem Video ist eine Fliege drin. 4 GB RAM, 2x2 GB. Na, ist doch super. Speicherkanäle verwendet maximal. Von 2. Naja. Obwohl der 4 Slots hat, kann der nur 2 Stück verwenden. Entweder hängt das jetzt in Verbindung mit dem Intel zusammen, dass das einfach ja eine Intel-Macke sozusagen ist. Aber das ist halt Intel. Von Intel habe ich selbst nicht ganz so viel Erfahrung mit. Das lasse ich mal meinen Geschäftspartner machen, wenn es um Intel-Sachen geht. Ich bin eher der AMD-Spezi und da kenne ich das nicht, dass ein Board, was 4 Steckplätze hat, nur 2 Speckplätze nutzen kann. Also das ist ungewöhnlich. Kann ein Bug im Spiel sein, kann tatsächlich in der Realität auch so sein. Das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Daher lassen wir es einfach so, wie es ist. Eine 120 GB Festplatte, vermutlich eine SSD-Platte, gehe ich von aus. Und eine normale mit 250. Ja, supi. Achso. Gut. Wir sagen, Einstellung verwerfen und neu starten. Wir haben ja nichts geändert. In den RAM-Einstellungen hätte ich auch mal reingehen können, um mal nachzugucken. Aber jetzt ist es zu spät. So, wir führen einmal 3D-Mark aus und lassen den rödeln.
Level 8 sind wir noch nicht und Level 3 auch noch nicht, aber wir sind nah dran. Level 2 ist bald abgeschlossen. Supi. Ja. Das war super intelligent. Einmal falsche Maustaste gedrückt und schwupps ist der PC aus. Na toll. Ja. Also machen wir noch einmal. Wir lassen noch einmal den 3D-Mark-Check ausführen und während der den Check macht, machen wir schnell die Türe dran. Weil das können wir machen, das stört den PC ja nicht. Der kann ja trotz alledem weiterarbeiten. Sollte man in der Realität nicht unbedingt machen, weil eine Erschütterung könnte in dem Fall diesen Benchmark-Test negativ beeinflussen, weil der PC könnte mal so einen kleinen Moment Schluck aufbekommen. Aber wenn man die Tür ganz vorsichtig dran macht und ganz behutsam die Schräubchen zu schließt, sollte das eigentlich auch unproblematisch sein. Vor allem hier bei diesem Gehäuse, da ist ja eigentlich nur eine Platte, die vorgeschoben wird. Also da dran gelegt wird und dann mit Schrauben fixieren. Da ist ja keine ruckartige Bewegung wie bei den anderen Gehäusen, wo man so einen Schubverschluss dran hat. Die muss man unten einmal einhängen, dann hat er unten so kleine Widerhaken. Ja, und diese Widerhaken, die rasten dann einmal ein. Das haben wir in dem Fall ja nicht hier bei diesem Gehäuse. Das ist wirklich ein sehr schickes und vor allem auch sehr angenehmes Gehäuse, muss ich sagen. Von Antec. Sieht gar nicht mal verkehrt aus, ne? Vorne Platz für drei Lüfter, aber kein Platz für irgendwelche CD-ROM-Laufwerke oder was dergleichen. Wie es scheint. Naja, okay. Gut, 3D-Mark ist durchgelaufen, alles in Ordnung. Lief alles einwandfrei. Gut, dann können wir den ausschalten. Gut, ihr seht, wir müssen nur noch am Ausgang abstellen. Das machen wir dann auch schnell. Also nehmen, hinstellen und fertig. Zack. Dann nehmen wir den nächsten. Das ist der, den unser ehemaliger Geschäftspartner, kann man jetzt ja gar nicht sagen, ne? Der vorherige Betreiber, der diesen Murks hier fabriziert hat. Dass der PC ohne Wärmeleitpaste überhaupt lief, ist natürlich schon mal ein Wunder für sich. Aber auch am Rande. Er hatte ja in der E-Mail geschrieben, dass er hingegangen ist und hatte den Kühlkörper einmal abgemacht, um drunter zu schauen, ob da Wärmeleitpaste drunter ist. Tut das niemals. Wärmeleitpaste ist darauf ausgelegt, dass die einmal aufgetragen wird und dann kommt der Kühler drauf. Dann verteilt die sich und die ganzen Flächen sind miteinander in Berührung gekommen und so hält das dann auch. Wenn ihr den aber einmal abmacht, diese Verbindung einmal aufgehoben, dann könnt ihr den nicht einfach wieder neu drauf dran. Das ist wie mit Tesafilm, den ihr einmal abzieht. Den kriegt ihr auch niemals wieder fest. Und in dem Fall ist das halt auch mit dem Kontakt. Es funktioniert zwar weiterhin, aber längst nicht mit derselben Effizienz wie vorher. Die Wärmeleitpaste wird mit Sicherheit 30-70% an Effizienz verlieren und müsste dann vom Prinzip neu aufgetragen werden. Neue Wärmeleitpaste aufzutragen, empfehle ich sowieso grundsätzlich so alle 2 bis 3 Jahre mal nochmal neu. Je nach Art von Wärmeleitpaste hält sie manchmal länger, manchmal weniger lang. Die wird dann, ja, ältere ganz besonders, die werden dann so ein bisschen, ach, wie nennt man das? Ja, porös kann man fast schon sagen. Also aus diesem geligen Zustand, ist wirklich schon fest gelig, wird nachher irgendwas ganz Pulveriges und Mist eigentlich nur noch. Dann kann man da nur noch abschaben und neue drauf machen.
so einen Prozessor zu reinigen, nach die Weimarer Paste runterzuholen, wird vom Prinzip, gibt es mehrere Möglichkeiten. Um Weimarer Paste runterzumachen, könnt ihr entweder hingehen und ihr kauft ein spezielles Reinigungsmittel in einem Computershop, oder ihr macht es so wie ich und holt hochprozentigen, sprich 100%igen Alkohol aus der Apotheke. Tut es genauso. Nach dem Reinigen der Oberfläche vom Kühler sollte man dann nur die Oberfläche ein wenig trocknen lassen, dass auch wirklich rückstandslos der ganze Alkohol weg ist. Und danach erst neue Wärmeleitpaste auftragen. Ich lasse den meist immer eine Stunde liegen und mache dann ein Päuschen. Guck mir irgendeine Folge von irgendeiner Serie an. Ganz gemütlich. Und dann geht's erst weiter. Also ist alles unproblematisch. In dem Fall wurde jetzt von Anfang an vergessen, die Wärmeleitpaste drauf zu tun. Und wir sehen was Neues. Ein AMD Ryzen Prozessor. Das ist ja mal voll geil. Was ist das für einer? Ein AMD Ryzen 3 Quad-Core 1200. Ja, also die erste Generation der AMD Ryzen. Gar nicht mal verkehrt. Sind nicht schlecht, wobei ich einem Gamer eher einen Ryzen 5 empfehlen würde. Der hat ein bisschen mehr Feuer unterm Arsch. Und der Ryzen 3, den klassifiziere ich persönlich eher in die Richtung Büro-Office-Anwendungen ein. Also jetzt Leute, die nicht wirklich Leistung unterm Arsch brauchen, sondern einfach nur so einen kleinen Kick, um Programm zu starten vielleicht, okay. Aber danach eigentlich nichts Großartiges machen, da ja keine große Leistung benötigen. Denen reicht es wirklich aus, so einen kleinen Ryzen 3 zu nutzen. Die Leute, die spielen, sollten eher einen Ryzen 5 benutzen. Und die Leute, die wie ich zwischendurch auch mal ein Video aufnehmen und danach rendern müssen, sollten sogar einen Ryzen 7 nutzen. Ob jetzt die erste Generation oder die zweite, sei jetzt mal dahingestellt. Die zweite Generation ist natürlich schneller, ist moderner. Mit den 470er Boards auch eigentlich super problemlos. Ja, ich habe noch die erste Generation in Nutzung, weil ich mir sagte, wozu soll ich jetzt hingehen und da gleich direkt einfach einen neuen drauf montieren oder was? Das war mir echt zu albern. Und ich meine, ich habe ja auch nicht im Lotto gewonnen, ne? Man muss ja gucken, wo der liebe Mensch auch bleibt. Und wenn man nicht das nötige Kleingeld hat, um jedes Mal up-to-date von dem PC-Technik her zu sein, da muss man halt auch mal eine Generation aussetzen. Ich meine, rechne zurück, ich war bis Anfang Februar diesen Jahres noch mit einem AMD Phenom 2X4 unterwegs. Also ein Vierkernprozessor, Baujahr 2008, 2012, ich weiß es gerade nicht so genau. Der war also schon einiges alt gewesen, aber es hat noch ausgereicht. Also GTA beispielsweise, GTA 5 könnte ich problemlos damit spielen. Hat absolut ausgereicht. Ja, also wozu soll ich dann großartig in dem Fall nun ja jetzt für irgendwelches neues PC-Equipment Geld ausgeben? Lohnt sich nicht. So, 3D Mark wieder installieren. Wir machen wieder einen Test. Wird wohl irgendwie so zum Standard, einen Test mit 3D Mark zu machen. Ganz ehrlich, ich für meinen Teil verstehe jetzt nicht, warum der Test mit 3D-Mark sein muss. Ich hätte eher PC-Mark genommen. Das ist auch ein Benchmark-Programm, da liegt aber der Schwerpunkt nicht auf grafische Leistung, sondern auf Prozessorleistung und auch kombinierte Leistung zwischen beiden. Da wird zum Beispiel getestet, 5000 kleine Bildschirm auf dem PC gleichzeitig irgendwie anzuzeigen, rauf, runter, scrollen im Browser und was weiß ich alles noch für ein Kram. Ich fände jetzt in dem Fall daher PC-Mark wesentlich angebrachter. Naja, gut. Man muss nicht die Logik hinter allem verstehen. Ach, jetzt macht er mir die Tür wieder weg. Na gut, machen wir gleich. Wir starten PC-Mark, sagen ausführen, so. Und während der es macht, machen wir wieder unsere Türe fest.
Wir sagen wieder PC-Teile, Außenwand, Tür zu. Zack. Hier haben wir nur zwei Schräubchen. Das ist halt dieses Klassische, was ich gesagt habe. Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, das Gehäuse, ne? Auch sehr modern, aber trotzdem. Das sind... Im Moment, das hier muss eine Beleuchtung sein, wie es scheint. Das ist jetzt gerade die Frage, ob das USB 2 oder USB 3 Anschlüsse sind. Eigentlich erkennt man die ganz leicht. Ich denke mal, dass das USB 2 Anschlüsse sind, denn USB 3 Anschlüsse, da ist hier dieser Anschluss eigentlich blau, während der bei USB 2 in schwarz ist. USB 3 ist halt einfach schneller als USB 2, Daten können schneller übertragen werden. Hängt aber auch natürlich von der verwendeten Technik ab, die man verwendet. Also wenn man jetzt so einen uralten USB-Stick da reinsteckt, der nicht schnell genug arbeiten kann, dann ist es klar, dass man diesen Geschwindigkeitsvorteil, der damit mit USB 3 zustande kommt, nicht voll ausreizen kann. Gut, damit können wir den PC nehmen, abstellen, fertig. Schwupps. So. Der ist grün, alle beide fertig. Wir haben noch $666, stellt euch das vor. Wer von euch muss jetzt einen ausgeben? Ich werde es nicht tun. Gut, Freunde, wir machen dann hier jetzt Feierabend. War eine kleine Folge, aber ihr habt wieder so ein paar Sachen erfahren. Daher lassen wir den Part dann einfach mal so stehen und... Ja, wie ich den benenne, weiß ich noch nicht. Irgendwas wird mir da vielleicht spontan einfallen. Ich wünsche euch dann noch eine angenehme Restwoche. Wir kommen ja so langsam mit großen Schritten in Richtung Wochenende. Also, mal schauen, was wir dann machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Worky.